Ach, ich komme schon am letzten Screen aus. Das ist natürlich sehr nett. Der letzte Screen ist so schwer, das glaubt ihr gar nicht. Oh mein Gott. Scheiße. Oh Mann. Ah, schön. Hier ist der letzte Bereich des Paramite Tempels. Wieder mit dieser schönen Melodie. Wie man sieht, im Gegensatz zum Scrap Tempel, im Hintergrund keine Wüstengegend. Natürlich sind da Paramites anstatt Scraps. Okay, gut. Die fauchen. Finde ich gut. So, jetzt werden euch zwei Sequenzen erwarten. Ja, viel Spaß dabei. Ich sag einfach nichts. Das Riesengesicht meint, ich hätte schon viel gelernt bei diesem Test. Die Narbe an der Hand hilft mir, den Gefahren nicht zu stellen. Ich brauche ihre ganze Kraft, mein Schicksal zu erfüllen. Die Narben sind mächtig, auf dem Rücken der Hände. Die Kraft meines Charms bringt Rupture Farms Ende. Tja, jetzt haben wir die uralte Macht erlangt. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Dieses schöne Viech, eine Mischung aus Paramite und Scrap. Und wenn ich jetzt nämlich chanten will, während ich diese blaue pulsierenden Ring um mich habe, passiert folgendes. Rage-Modus! Nein, aber ihr habt doch gerade bei der ersten Sequenz vielleicht gesehen. Ich hatte noch keine Narbe an der Hand, obwohl ich den Scrap-Tempel und Scrapania schon gemacht habe und so, ne? Also, noch ein Indiz dafür. Indiz Nummer 12.763, dass man eigentlich Paramonia zuerst machen sollte. Also, zumindest ist es von den Spielermachern so gewollt. Ich habe mich natürlich nicht dran gehalten. Ich habe meine eigenen Regeln. Boah, Schwickel! Das ist übrigens Schwickel. Oder wie auch immer der heißen mag. Ich habe jetzt gerade mich fast an meiner Spucke verschluckt. Gut, aber mit dieser schönen Kraft, ne? Also das war früher auch meine Lieblingssequenz, wo es sich ja so schön verwandelt hat und so. Der ganze Scheiß, die ganzen Tone, da weiß man auch wenigstens mal, wofür man den Scheiß macht. Tschüss, Scrap. Tschüss, Paramite. Tschüss, Paramonia. Tschüss, Scrapania. Euch lasse ich hinter mir. Okay, jetzt werdet ihr sehen. Hier sind ja schon einige Hindernisse. Jetzt werden wir noch mal kurz lesen, was hier steht. Habe ich ja vorher nicht gemacht. Mit neuen Kräften werden blaue Ringe singen. Chante, um die von ihnen gebrachte Zerstörung freizusetzen. Schwickels Kraft wird auf den übergehen, der es schafft, in einem Stück aus Paramonia und Scrapania zurückzukehren. Da sehen wir schon einen kleinen Screenshot. Jetzt könnt ihr es nochmal in Bewegung begutachten. Okay, 3, 2, 1, Rage! Alles kaputt machen! Nein. Also das ist echt eine ziemlich geile Macht, muss man sagen. Weil die macht einfach alles, was im Bildschirm ist, kaputt. Und kaputt machen ist gut. So, schön. Ich werde erstmal den Vogelkreis aktivieren, bevor ich dann jetzt dahin renne und der ist wieder weg. Okay, kein Geheimnis. Ups. So, einmal schön durchs Vogelportal gesprungen. Eieieiei. Ach, eineinhalb Stunden nehme ich schon wieder auf, ey. Boah. Schlimm, schlimm, wie langsam ich doch bin. So, gehe zurück zu Wapchu Farms. Oh, dieser Bereich ist richtig böse. Ich will vielleicht sogar behaupten, dass das der schwierigste Bereich im ganzen Spiel ist. Kann sein, dass ich mich da auch täusche. So, hier geht's schon los. Mit den Laserbarrieren. Oh, und ich glaube, der erste Speicherpunkt ist ziemlich weit weg. Ich hoffe, piss ich mal Laser da. Okay, hier ist nichts, hier kann ich durchlaufen. Ah, hier ist nichts, nein. Nur ein Slog. Jetzt gehen wir unten lang. War es eine schlechte Idee? Ja, es war eine schlechte Idee. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Alter. Ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt noch spielen soll. Oh, ich bin so unentschlossen. Mein Gott, aber es macht gerade so viel Spaß. Also durch werde ich es heute auf jeden Fall noch nicht bekommen. Keine Sorge. Auch wenn jetzt nicht mehr allzu viel kommt eigentlich. Okay. Das heißt, zuerst schön nach unten, oben lang gehen. Wuff, wuff. So, okay. Mega schnelle Laserbarrieren.
Ich bin so ein Haufen. Okay. Ich brauche die Steine, so ein Scheiß. Mein Gott, alter Vater, leck mich am Arsch. Hahaha, schön. Finde ich gut. Okay, das Blöde ist jetzt natürlich, ich habe alle Minen aktiviert, die es hier auf dieser gottverdammten Welt gibt. Das kann natürlich zum Nachteil werden. Kann ich runterfallen so, ohne weiteres? Was ist hier? Vergiss den Stein nicht. Das hatte ich nicht vorgehabt. Okay, da ist nix. Achso, da kann man durchlaufen, das wusste ich nicht. Das ist auch nix. Also ich finde diese Geheimnisse in den Schattenbereichen ziemlich böse, muss ich sagen. Alter, mein Gott. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie da oben durchkommen. Unbeschadet am besten. Wait, was war denn links? War da nicht noch auch was? Oder war da nur die Strombarriere? Ich weiß es gerade nicht. Ne, da war nichts. Nur Alarm auslösen. Ist egal, weil die Mine ist ja eh schon im Arsch. Im Arsch. Okay. Okay, sehr schön. Oh! Ich habe keinen getroffen, ich glaub's nicht, Alter. Okay, ich muss ja nochmal zurück, leider. Ja, okay, das war scheiße. Das war unglücklich. Ah, ich muss auf jeden Fall unten versuchen, mit dem Stein am besten den zu töten. Den zu töten, ja, die Mine kaputt zu machen. Diese fliegende, die im ersten Bereich ist, weil die geht ganz schön auf den Sack. Ja, okay, gut. Das war okay. Ah, Mann, ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen unkonzentriert. Ganz ruhig, Dennis. Schluck trinken, genau. Das wollte ich schon vor geraumer Zeit. Leckeres Billigwasser. Lecker. Tut aber trotzdem sehr gut. Schauen wir jetzt 9 Uhr. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt, vielleicht werde ich doch noch wirklich bis Wobbler Farms spielen. Schauen wir mal. Das ist so, dauert so lange. Okay. Oder oben die Mine natürlich einfach nicht aktivieren, wäre auch eine Möglichkeit. Aber es ist super schwer. Jetzt wieder zurück. Leichter gesagt als getan. So, okay. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es genauso schön klappt wie beim letzten Mal. Dass der Slog einfach stirbt durch die Mine. Durch die Mine. Bäm! Sehr schön. Hat geklappt. Freut mich. Okay, jetzt können wir unten die Steine holen. Oh, das ist doch alles ein Rotz. Komm, geh mal weg, da, Laserbarriere. Scheiß. Hey, tot. Schade. Mein Gott. Der Husten, der nervt. Echt, obwohl ich viel weniger rauche als früher. Okay, das ist natürlich erkältungsbedingt. Aber wie lange ich den scheiß Husten schon habe, ist zum Kotzen. Ist zum Husten. Ha. Ja, okay. So, ich hoffe mal, dass nach dem Screen nach den vier, mit den 4 Minen der nächste Speicherpunkt ist. Das wäre ganz nett. Die Mine ist direkt unter mir. Das heißt, wenn ich jetzt gleich entdeckt werde, wäre es blöd. Okay. Warum ich schleiche, ich weiß nicht. Vielleicht damit mich die Mine nicht hört. Alter, war es knapp. Scheiße! Okay, das war eigentlich ganz gut. Eine Mine könnte ich vielleicht passieren. Nein, das ist nicht möglich. Nee, das geht nicht. Scheiße. Ach, Mann.
Oh, es geht mir so auf den Sack, echt, ey. Ach, Mann, ey. Ich weiß schon, warum ich das nicht machen wollte. Es ist so nervig mit dieser scheiß Werferei, dass man genau treffen muss und dann muss man den ganzen Scheißweg wieder zurückgehen, nur um sich noch so einen verkackten Stein zu holen. Und hier immer die Kacke. Da hoch, da. Jetzt wieder zurück und töten lassen, weil ich zu blöd bin. Mann. Ich will doch nur zu Rapture Farms. Rapture Farms. Wie ist es, Rapture Farms? Mr. Fox. Oh Mann. Ach, weiß, fick dich, Alter. Du kannst mich mal so. Oh, ist das nervig, Alter. Das ist so nervig. Oh. Komm her. Wahrscheinlich räuch ich jetzt voll die Mine. Habe ich recht? Habe ich recht? Nein. Ja, das war klar. Natürlich. Ich hing da nur. Ich bin Doofkopf. Ach Mann, ey. Das ist jetzt wieder ein bisschen Frust, der aus mir spielt. Der aus mir spielt, genau. Ich spiele nicht der Dennis, ich spiele der frustrierte Dennis. Ach komm, ey. Gut, wir machen es nochmal anständig. Ich habe noch Zeit. Also noch ein bisschen. Um 11 Uhr muss ich los. Das heißt, ich habe noch 2 Stunden Zeit. Ich muss in der Zeit nur noch duschen. Vielleicht nochmal kurz durchfegen oder so. Kack. Komm her. Komm her! Get over here! So, komm. Adios, amigo. So, jetzt machen wir es aber jetzt mal wirklich mit Contenance. Ich werde versuchen, unten die Mine zu zerstören. Und dann kann ich hier nämlich einfach durchheizen. Durchheizen. So, okay. Kleines Scheißviech da unten, Alter. Du gehst mir sowas von auf die Nüsse. Das glaubst du gar nicht. Bin ich hier schon im... Ah, ich habe noch gar keine Steine geholt. Komm, roll jetzt auf unter meine Füße. Dankeschön. 2 Steinchen. Nein. Ja! Wuhu, ich hab's geschafft. Komm, jetzt hier. Danke. Oh, schön. Jetzt habe ich auch so ein unbeschwertes Leben. Ja, am liebsten würde ich die andere Mine auch noch zerstören, damit ich nicht übermütig dann jetzt in die Mine rennen, falls ich jetzt noch mehr Steine brauche. Okay, gut. Dann hau rein, Kapelle. Okay, eine habe ich schon mal. Ich werfe einfach nochmal. Okay, noch eine. Schön. Oh, aber gut, dass ich hier alles kaputt gemacht habe. Das ist echt schön. Aber das ist so nervig, die Steine zu holen. Immer hier runter. Muss ich jetzt hier ausrollen lassen. Dann kann man den erst auf. Dann muss er wieder hochklettern. Dann muss man wieder nach links rennen. Dann muss man wieder hochklettern. Muss man nach rechts gehen. So aufpassen, dass man nicht in die Mine rennt. Muss man drüber springen. Dann ist man endlich mal wieder hier, wo man eigentlich hin will. Scheiße. Kacke. Mann, das ist doch nicht wahr. Ich bin so ein Haufen Kacke, was vergesse ich denn die Mine? Ich hab's gerade noch gesagt. Ich würde die am liebsten zerstören, damit ich da nicht reinrenne. Und was mache ich? Mein Gehirn funktioniert nur für 2 Minuten. Alter, wie lange ich schon wieder in diesem scheiß Screen hier hänge? Jetzt muss ich das nochmal schaffen, verfluchte Kacke. Dennis, nimm mir nochmal Zeit. Alter, es geht mir sowas von auf den Sack. Ich gehe mir selbst so auf den Sack, ne? Mine ins Gesicht. Boah! Alter, ich gehe mir selbst wirklich sowas von tierisch auf den Sack gerade. Das ist... unfassbar. So. Jetzt aber, verfluchte Kacke. Zeit nehmen. Ja, wenn ich aufnehmen würde, dann wäre ich bei weitem nicht so schlecht, weil ich mich dann gar nicht versuchen würde, so zu beeilen. Aber ich denke mir hier wieder aufnehmen, oh, wir gucken Leute zu, oh, und ich will natürlich ein bisschen mehr vom Spiel zeigen, als immer diesen scheiß Screen hier. Obwohl der eigentlich wunderschön ist, muss ich sagen. So schwul es auch klingen mag. Aber ich mag die Nacht im Hintergrund. Ah.
Mein Husten geht mir auch noch dazu auf die Nüsse. Die ganze Zeit habe ich so einen leichten Hustenreiz. Und der Scheiß, der löst sich einfach nicht aus meinem Bronchien. Na komm ey, hallo, wo kommt eigentlich der nächste Screen? Verfluchte Scheiße. Ich renne in die Mine rein, ey, ich glaub's nicht. Verfluchte Scheiße. Ach Leute, ich mache hier einen Cut. Das hat heute keinen Sinn mehr hier mit der Scheiße. Verfickte Kacke. So, abspeichern.